Ein Auswanderer ist eine Person, die ihre Heimat verlässt, um im Ausland zu leben. Viele von ihnen sind Berufstätige, die neue Beschäftigungschancen suchen. In Griechenland suchen die meisten Auswanderer nach einer anderen Lebensweise. Nach einem Jahr bin ich gekommen, weil meine Schwester schon 1988 nach Apokoronas ausgewandert ist. Und dann war ich ganz oft hier zu Besuch und das hat mir sehr gut gefallen. Und dann habe ich 1995 entschieden, ich komme auch hierher. Als kleine Pause, 6 Monate. Daraus sind halt 27 Jahre geworden. Ich war im Jahr 2008 auf einer Fortbildung in Chania. Da ging es um einen Creativity Workshop aus New York und der ging 10 Tage und ich bin jeden Tag in das gleiche Lokal gegangen nach dem Kurs und habe da jemanden kennengelernt. So war das. Aber dann habe ich noch lange gewartet, 3 Jahre, bis ich wieder nach Chania gekommen bin und dann hat sich die Entscheidung so ergeben. Ich bin zum ersten Mal vor 18 Jahren nach Chania gekommen, zum Urlaub. Und ich habe mich in das Land verliebt und in eine spezielle Person. Und dann habe ich aber erst in Deutschland mein Abitur fertig gemacht und bin dann vor 15 Jahren nach Chania gekommen. Menschen, die vom Ausland nach Griechenland kommen, entscheiden sich für gewöhnlich, in der Hauptstadt Athen zu leben oder auf Inseln wie Rhodos, Korfu und natürlich Kreta. Im nordwestlichen Kreta liegt Chania, eine schöne Stadt, die von vielen Ausländern als Wohnort gewählt wird. Ich bin nach Chania gekommen zum Urlaub und so kannte ich den Rest von Griechenland gar nicht und ich fand die Stadt super schön und deswegen bin ich direkt nach Chania gekommen. Ja, das war Zufall. Also ich hatte auch sehr viel Glück, weil Chania eine sehr schöne Stadt ist. Ich habe Chania nicht wirklich gewählt, sondern ich bin vom Schicksal hierher gekommen, also hierher geschickt worden. Das war nicht meine eigene Wahl, aber ich bin sehr froh darüber. Das war wiederum meine Schwester, die natürlich nicht in Chania gewohnt hat, sondern in Kalives, also wieder Apokoronas, dieser ganze Bezirk. Und die ganzen Dörfer da sind halt schön. Ich wohne ja nicht in Vamos direkt, sondern ich wohne in einem ganz kleinen Dorf dazwischen, zwischen Kalives und Vamos. Und das heißt Tsivaras. Also es ist im Grunde so, Westkreta an sich gefällt mir am besten und der Bezirk Apokoronas ist halt nah bei Chania. Das ist praktisch, weil man eine große Stadt halt auch haben möchte, aber nicht in der Stadt leben möchte. Das ist halt ganz gut. Die größten Unterschiede zwischen Griechenland und Deutschland ist natürlich die Lebensart. Ich würde mal sagen, die Griechen nehmen das Leben etwas leichter. Die Deutschen sind sehr diszipliniert. Also ich würde sagen, das ist der größte Unterschied. Dieses disziplinierte Leben, das geplante Leben in Deutschland, im Gegensatz zu der Leichtigkeit des Seins hier in Griechenland. Also das ist für mich ein gravierender Unterschied. Es ist wie Tag und Nacht. Ich würde sagen, das Klima, die Menschen, die Mentalität, das Wetter und die Art, wie man miteinander kommuniziert, Sachen plant und auch zusammenarbeitet. Zwischen Griechenland und Deutschland gibt es sehr viele Unterschiede. Ich glaube, die Griechen sind tatsächlich sehr viel entspannter und ihr Ziel ist es, noch mehr das Leben zu genießen. In Deutschland lebt man viel, um zu arbeiten. Natürlich muss man hier auch arbeiten. Es ist nicht so, dass wir den ganzen Tag am Strand liegen, auch wenn das die Touristen über uns sagen. In 27 Jahren habe ich so einige griechische Gewohnheiten angenommen und ich bin auch ganz froh darüber, zum Beispiel etwas gelassener zu sein, zum Beispiel einen Mittagsschlaf zu machen, später abends zu essen, nicht so viel zu frühstücken, zu tanzen, lauter solche Sachen, also ganz viele Sachen eigentlich, nicht? Und auch
Wahrscheinlich dieses Reden mit den Händen. Wenn ich in Deutschland bin und ich rede, dann sagen, wie redest du denn mit deinen Händen? Das ist immer sehr witzig. Also man nimmt schon viel an, wenn man lange hier ist. Und das ist auch schön so. Also ich finde einige griechische Gewohnheiten für mich sehr gewöhnungsbedürftig. Was mir sehr gut gefällt, sind die Gesten und die Mimiken der Griechen zum Beispiel. So, wenn ihnen etwas nicht gefällt oder die Augen zu rollen, das finde ich sehr gut. Ich kann es mir schlecht angewöhnen, aber ich versuche es. Also früher habe ich direkt nach dem Aufstehen gefrühstückt. Und heute habe ich mir angewöhnt, dass ich erst meinen Kaffee mache, meinen Kaffee trinke und dann frühstücke. Das ist eine typische griechische Angewohnheit. Die ist leider nicht an mir vorbeigezogen. Abgesehen vom Freddo Cappuccino, ohne den kein Tag vergeht, glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube, ich war mit meinen Gewohnheiten eher auffällig in Deutschland. Ich glaube, ich fühle mich ja wohl. Die griechische Küche zieht zudem viele Menschen an. Ich habe viele Lieblingsorte in Chania, um ehrlich zu sein. Ein Ort, den ich besonders liebe, ist Paleochora. Der Strand von Paleochora ist wunderschön. Das ist einer der wenigen Orte, wo ich mich wirklich entspanne. Und mein Lieblingsessen, griechisches Lieblingsessen, ich liebe griechisches Essen. Wenn ich eins wählen müsste, dann wäre es Pastizio. In Chania bin ich sehr gerne da, wo ich wohne, nämlich in Kumkapi an der Mole in einem Lokal und schaue mir die Sonne beim Untergehen an. Und wenn ich dann noch großes Glück habe, gibt es Yemista, gefüllte Tomaten, Paprika mit Reis und Gewürzen. Das esse ich sehr gerne, das ist wunderbar. Okay, mein Lieblingsort in Chania ist in der Altstadt hinter dem Insplantia. Da gibt es eine schöne Taverne, da gehe ich sehr gerne hin. Und dort esse ich auch mein Lieblingsessen, das ist das Chaniotika Bureki, also der Auflauf Zucchini, Kartoffel mit Misitra. Das ist mein Lieblingsessen. Chania in einem Wort würde für mich bedeuten warme mediterrane Atmosphäre. Wenn ich meine Erfahrungen mit Chania zusammenfassen sollte, würde ich sagen, Freiheit bedeutet Chania für mich. Chania bedeutet für mich zweite Heimat.